Ja, hallo, ein warmes Willkommen hier aus meiner kleinen Wohnstube. Zum bereits achten Mal präsentiere ich, Christian Sengeleitner, Ihnen für die Berlin Flamingos den Inside Pitch. Eine Woche der Birds. Wir gucken ein bisschen zurück, wir gucken ein bisschen vorwärts, so wie wir das immer machen. Und ja, heute geht es natürlich in erster Linie um die Ereignisse rund um die beiden Spiele am Samstag gegen die Cologne Cardinals. Da war ja einiges dabei. Und da gucken wir heute nochmal auf zwei, drei Fakten, die vielleicht interessant sein können. Wir haben ein paar bewegte Bilder für euch und vorbereitet. Dann schauen wir, was sonst so los ist im Verein. Da ist wieder einiges, worüber es sich zu reden lohnt. Und dann gucken wir noch auf Freitag und Samstag, denn da ist ja die Bundesliga schon wieder am Start. Wir beginnen, will ich, einfach mit ein paar bewegten Bildern, ein paar, ja, ich will jetzt nicht sagen Highlights, aber einfach ein paar Impressionen, was da am Samstag so alles los war im Flamingo Park für alle, die es verpasst haben sollten. Here we go. Jetzt auch wieder Umschaltmöglichkeiten, wenn Sie sagen, bewegte Bilder machen uns nervös, wir wollen lieber nur die Daten sehen. Jetzt läuft auch EasyScore wieder live. Das ist ein Ball. Schöner Sackball. Die geht da rein. Der ist safe. Der ist safe. Ganz schlichte Entscheidung in der Situation. Da gehen sie volles Risiko, die Kölner. Und anstatt dass er das aus, was die Birds ihnen anbieten durch diesen Sacrifice, wie eine Gazelle ist er aus der Batters Box herausgeschossen und sagt, nein, ich werde hier nicht dieses Inning zu Ende bringen mit einem Double Play. Da müsst ihr da noch einmal jetzt mit Jordan Bradley vorlieb nehmen, der heute bisher offensiv alles vermissen lässt, Was sie bisher ausgezeichnet hat. was möglich ist, um jetzt nochmal zu zeigen, was alles hier in seinen Ober-, Unter- und sonstigen Armen steckt. Die richtige Hier Stelle der wäre Pitch. jetzt Right Center, da, um einen Eieieiei, zu das ist natürlich Knie hoch und Strike 1. Läufer in den Ecken. Jetzt bloß nicht wieder sich selbst aus dem Inning rennen. Defensiv denken. Auf Bradley hoffen. Der hat schon mehrfach in der Saison bewiesen, dass er es kann. Hier ist der Pitch. Schon Space Das Hit! Right Center Und fehlt das ist genau. ein Power-Alley-Schlag. Das ist Sind zwei mindestens Bases Double. mindestens. Und das ist ein Ja, Run. mal. Und sie schicken den nächsten. Und das sind zwei Runs für die Birds. How about that? RBI Double für. Mehr, weiter als um die Mitte von den Bases zu entfernen. Nach sieben starken Innings, das nochmal hier der letzte Nein. Batsman gegen Enobel Marquez Ramirez, der wieder sehr überzeugend auf dem Hügel als Starting Pitcher agierte. Sieben Innings, acht Hits, drei Runs, zwei davon earned, nur ein Walk abgegeben und 11 ausgestrikt. Und hier sein letztes aus im siebten Inning. Entscheiden, dass es sich hier nicht um einen Schwung handelt. Full Count, die Läufer werden sich jetzt in Kürze in Bewegung setzen mit dem Pitch. Und Strike 3. Waren übrigens Bases Das war loaded in der der Situation bei nur Moment. knappen Führung Wunderbar. von also ein ganz wichtiger Strikeout in diesem Moment. Achim, Nicht es nur gibt ja keinen besseren Moment, um jetzt sich in Ruhe mal zu stretchen und zu sagen, Mitte des siebten ist On a schwierig. swing. Heute ist nein. Ja, wir haben gut Hat er gesungen. gerufen. Hat der Stimmeinsatz ja. Also hat er den Strike als Strike gewertet. Valentino Fontevieva Ja. kam dann rein für die beiden letzten Innings. Auch er absolut überzeugend. Zwei Innings, keine Hits, keine Down Runs, to zwei the left. Walks, ein Strike. Und hier der letzte Strike. Der war nicht. Nee. 3-2. Jetzt kommt ja das, was wir alle den Payoff-Pitch nennen. Das wissen viele gar nicht, deswegen streue ich das einfach hier nochmal so ein. Wir gucken mal, ob wir auch im YouTube stabil laufen. Ja. Überraschenderweise ja. Dann ist tatsächlich. Wir grüßen Philipp Thomas ganz herzlich nach Florida. Hofft, ihr genießt da euren Urlaub. Und ein fantastischer Catch! Unser Oh! Zach Bales Dennis Seele, eben wird von uns noch quasi an die Wand gefahren wegen seines Base Running Blunders. Sensationeller Snare eines Line Drives. Und die Berlin Flamingos schlagen die Köln Cardinals in nach 2 Stunden und 46 Minuten mit 8-4. Winning Pitcher, Enobel. Ja, hier nochmal eingeblendet. Also,
Das ist aber jetzt das falsche Ergebnis. Das ist das Ergebnis von Spiel 2. Vergessen Sie es einfach. Wir machen weiter. Jetzt kommt Spiel 2. Spiel 1 endete 8-4. Das wissen Sie aber. Wenn Sie, wenn Sie Fan der Berlin Flamingos oder der Köln Cardinals sind. Weiter geht's, Spiel 2. Auf die wir uns als Flamingo-Fans hier freuen. Basehead! Basehead durch die Mauer! Und das ist ein Live-Roll! Alles dreht sich! Alles! Und er fliegt! Und er fliegt! Und wir halten ihn! Das ist gut! Das ist gut! Denn wir wollen kein unnötiges Aus. Super Hit von Jordan Bradley. Wir nennen ihn nur Mac, weil das kürzer ist. Da kann man weniger versemmeln. 6-13. Jetzt ist auch das Duckout wieder da. Die Zuschauer sind wieder da. Und ja, und wir haben, es tritt das ein, was wir erwartet haben. In die zweite Hälfte dieses Spiels ist die Flamingo-Hälfte. Und Flamingo Baseball wird Ihnen präsentiert von Star FM 87.9, Maximum Rock für die Hauptstadt und Gesobau. Hier wohnt Berlin. Aus dem Stretch, Läufer in den Ecken. Chopper! Oh, schöner Schuss von Asqui. Aus der Luft gefangen, dann auf die Base getreten. Und das ist ein weiteres Double Play für die Birds. How about that? Was für eine Reaktion, nach unten zu stechen, den Ball aus der Luft vor dem Auftrumpfen zu fangen. David, du hast lange selbst aktiv Baseball gespielt. Du weißt, wie schwer diese Aktion war. Ja, und dann geistesgegenwärtig auf die Base zu treten und damit ein Double Play. Und damit ist hier die Blutung erstmal gestoppt. 12-3. Third Base Coach. Lässt sich nochmal die letzten Zeichen da signalisieren. Köln überlegt sich natürlich auch und rätselt. Was für eine Master-Überlegung könnte jetzt kommen. Dann wirft er den Ball aber auch so in den Dreck. Das wäre für Cricket ein schöner Pitch gewesen. Heißen die dann Pitch die Dinger? Wie heißen die bei Cricket die Dinger? Man rummelt, glaube ich, beim. Das ist ein Bowler? Der Werfer ist da der Bowler. Der Ball geht nach Centerfield, hängt lange genug in der Luft. Nein, der Centerfielder! Wir können natürlich hier die Perspektive überhaupt nicht richtig einschätzen. Wir hätten gedacht, der packt den ganz lässig, aber dann hat er irgendwie zurückgezogen und plötzlich ist Kosawa on a base. Und jetzt natürlich garantieren wir hier an der Stelle für nichts. Weil jetzt kommt ja Jordan. Jordan Bradley. Wir nennen ihn alle nur richtig Mac. Langer Flyball nach Centerfield. Der Centerfielder auf dem Weg zum Zaun. Goodbye, Baseball. You can kiss it goodbye. Another big fly. Home run Nummer 2 für Bradley. Und wir sind zurück. Es ist unfassbar. Das ist doch unfassbar, dieses Spiel. 10-14. Und Sie sehen, wie wichtig dieser Run im siebten Inning für die Kölner war. Ja. Die nochmal ein bisschen Raum da zum Durchschnaufen geben. Aber 4 Runs ist ein Grand Slam. Das ist ein Grand Slam. Einmal Basen voll. Unfassbar. Basen oh. Zweiter Home Run im Spiel von Jordan Bradley. Jetzt kommt Michael Asqui. Der sieht sich diesen Ball an. Ein Ball, ein Strike. Und auch Michael ist immer für einen weiten Ball gut. Also auf geht's. Jetzt nicht nachlassen. Jetzt sind wir dran. Also jetzt. Ja, was ich auch sage. Wir haben normalerweise, sehen wir ja immer, rechtshändige Schlagmänner, die den Vorteil des kurzen Leftfields nutzen und dann über diesen hohen Zaun schießen. Der war ja Dead Center. 117 Meter. Den musste da erstmal hinschießen. Ja. Das war ein echter Home Run. Also Respekt. Und da zeigt Jordan Bradley seine ganze Offensivpower. Super. Unfassbar.
Was für ein wildes Spiel. Langer Flyball nach Left Field. Ja. Kiste Goodbye. Home run again. Der nächste, der vierte für die Birds. Und wir sind hier am Durchdrehen. 14-11. 14-11. Und Köln wird langsam panisch. Unfassbar. Hast du den Bettgriff gesehen? Das war doch unglaublich. Jawohl. Heilige Mutter. Und der flog wirklich komplett. Der ist jetzt noch auf dem Weg zum Dog Pound. Der landet gleich in Brandenburg. Und das sage ich auch immer. Aber Brandenburg soll in die Richtung sein, hat man mir erzählt. Wenn du lange. Irgendwo ist immer Brandenburg. Genau. Irgendwo ist immer Brandenburg. Die Birds sind rund auf ihren allerletzten Strike. Es lag also auf keinen Fall an den Flamingo-Fans, die ja bis in den letzten Minuten alles gegeben haben, was die Stimmbänder hergeben. An uns lag es sowieso nicht. Nee. Gar keine Frage. Und ansonsten. Okay, Strikes. Sagenhaft. 31 Runs. Plus, das ist ein Groundball zum Shortstop. Der muss den Ball nur noch rübertossen. Und Köln gewinnt sein erstes Spiel der Bundesliga-Saison mit 18-13. Feiern und zelebrieren das völlig zu Recht. Warum auch nicht? Ist ja ein Sieg, der zählt ja. Alles andere liegt im Auge des Betrachters, lieber David. Der eine sagt, es ist ein Spektakel. Der andere sagt, es ist eigentlich schade, dass heute so wenig Pitching auf dem Bügel war. Eigentlich nur der Starter von Köln wusste. Ja, soweit also hier an der Stelle die bewegten Bilder. Was soll man sagen? Es liegt im Auge des Betrachters. Fangen wir mal an mit dem ersten Spiel. Da schmeißen wir mal, wie wir das beim letzten Mal auch schon gemacht haben, hier mal das an die Wand. Die Datenlage ist da eindeutig. 8-4 für die Birds. Auch hier lange einer Rückstandssituation hinterhergelaufen. Spät, wir haben es gesehen mit Aktionen vor allem von Jordan Bradley. Dann spät die Führung übernommen und sie dann auch gehalten. Wichtig an der Stelle, was man sagen muss, beide Starter der Kölner absolut überzeugend. Im ersten Spiel Fabian Kawczynski. Zum zweiten Starter kommen wir dann später. Hat 5 Innings geworfen, nur 3 Hits abgegeben. 2 Runs haben die Birds gegen ihn erzielt. Er hat 6 ausgestrikt, nur 3 gewalkt. Das ist ein absoluter Quality Start. An Kawczynski lag es an der Stelle mit Sicherheit nicht. Es wurde immer dann bei Köln schwierig, wenn es in den Bullpen ging. Und Nicolas Piontek hat dann übernommen, hat 3 Innings geworfen, hat in diesen 3 auch nur 3 Hits abgegeben. Diese 3 Hits resultierten dann in 5 Runs der Birds. Auffällig im Offensivbereich unsere 2 und unsere 3 in der Betting Order. Das ist einmal Jordan Bradley. Der war 2 von 4 mit 3 RBIs. Und Michael Askew hat auch 2 RBIs zusammenbekommen. Jeff Arndt mit einem Hit, Gabriel Tova mit einem Hit und Nico Canapin mit einem Hit. Insgesamt also 6 von 28. Aber wie gesagt, gegen gutes, überzeugendes Starting Pitching am Ende 8-4 gewonnen. Ich habe es schon erzählt, Enobel Marquez Ramirez wieder mit einem sehr, sehr guten Start. 7 starke Innings, bei 111 Pitches, 79 Strikes geworfen, 8 Hits abgegeben, 3 Runs, aber auch 11 Kölner ausgestrikt. Immer wenn er im Spiel in einer Bredouille war und einen Strikeout brauchte, ist es ihm gelungen, sich so dann aus dieser Situation heraus zu pitchen. Sehr überzeugend, hat auch wieder Freude gemacht, war der Einsatz von Valentino Fonteviva, der hier als Relief-Pitcher zu überzeugen wusste. 2 starke Innings, 48 Pitches, 26 Strikes, keine Runs, keine Hits, 2 Walks zwar, aber auch 1 Strikeout. Ein Save, den er sich da an der Stelle verdient hat, macht sich gut in den Büchern. Am Ende, 2 Stunden 50 hat das Ganze gedauert. Und das war eigentlich ein ansehnliches, auch vom Ergebnis her, ein Baseballspiel. Und das ist ja eigentlich immer schon viel mehr, als man erwarten kann. Vor allem dann, wenn man sich überlegt, wie wild es dann im zweiten Spiel war. Und das hatte ja
hatte ja Züge auch vom Ergebnis her eher von Football. Das war an vielen Stellen für Menschen, die es ein bisschen mit Baseball halten, so ein bisschen, die auch die Defensive gut finden oder auch vor allem ein kleines, schönes Pitching-Duell ganz spannend finden. Für die war es schwierig, für die war wenig dabei. Mit Ausnahme, wie gesagt, immer der Kölner Starting-Pitcher, der hatte eigentlich das Spiel gut im Griff. Am Ende 31 Runs, Wahnsinn, was da ablief. Und wenn man überlegt, dass in der Mitte des vierten Innings führte Köln 12 zu 1. Und dann, ja, kam die zweite Hälfte des Spiels und die gehörten dann eindeutig den Birds. Aber es ist natürlich ein 12-1 hinterherzulaufen. Das ist im letzten Mal, letzte Woche gegen Dortmund war es schon so, dass man einem Riesenrückstand zu einem Riesenrückstand hinterherlief. Und da hat das noch, am Ende ist es gut ausgegangen für die Berliner. Und das hat diesmal eben nicht funktioniert. Im achten Inning, das möchte ich aber auch nochmal feststellen, wie gesagt, man lag mit 11 Runs, das war die größte Differenz während des gesamten Spiels hinten, in Mitte des vierten. Und hat dann im achten Inning den Tying Run, also den Run, der das Unentschieden gebracht hätte, an die Platte gebracht. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist eine Kampfleistung, da hat die Mannschaft Moral gezeigt und hat sich nicht hängen lassen und hat eben immer wieder auch durch offensive Highlights hier für Furore gesorgt. Wer ist da besonders aufgefallen? Also Patrick Kusarwa, 3 Hits, 3 von 6, 500 geschlagen, ist schon fantastisch. Michael Askwi, 4 von 6, das ist schon sensationell. Und dann kommt noch John Bradley, 5 von 6. Das ist außerhalb jeder Vorstellung. Also, die Jungs zusammen sind verantwortlich für 12 Hits. Die waren zusammen 12 von 18. Fantastisch. Und 9 RBIs teilen diese 3 Spieler sich. Das war sicherlich die absoluten Highlights. Leider muss man sagen, an vielen Stellen wieder unnötige Aus durch Base-Running-Geschichten, Unkonzentriertheiten von dem einen oder anderen, die man sich eigentlich auf Bundesliga-Level, gerade wenn man es in so einer Aufholsituation ist und jedes Aus wichtig ist, muss man oder darf man oder vielleicht sagen wir einfach, sollte man sich solche Sachen dann nicht leisten. Da waren viele Sachen dabei, ja, die waren nicht nötig und die waren unnötig. Die waren unnötig und da macht man es dann dem Gegner unnötig einfach. Hier, und jetzt kommt eigentlich die Situation, mit der müssen wir uns aber auch beschäftigen. Es gibt ja Gründe, warum nach 4 Innings die Kölner bereits 12 Runs hatten. Und das ist eben, und das ist ja oft so, wenn der Gegner viele Runs erzielt, liegt es ein bisschen am eigenen Pitching. Leider muss man sagen, zum zweiten Mal hintereinander konnte unser japanischer Internationaler Chen Utamura nicht überzeugen. Hat wieder nur 2, musste wieder im ersten Inning raus. Beim letzten Mal hat er noch 9 Leute gesehen. Diesmal musste er schon nach 7 Bettern ausgewechselt werden. Nur 2/3, also er hat 2 ausgeschafft. 4 Hits abgegeben, 4 Runs, kein Walk, 1 Strikeout. Aber er war halt überall in der Zone und weg und keine Kontrolle, er konnte nicht nachweisen, dass er hier in dieser Situation im zweiten oder dritten Inning vielleicht noch in den Rhythmus kommt. Manche sind ja so Spätstarter, aber unser Manager Marquez hat natürlich alles im Pitching schon gesehen, was es gibt, kann das sehr gut einschätzen. Und wenn er sieht, dass da jemand heute einfach den Stuff nicht hat, dann muss man als Manager dann auch die Reißleine ziehen. Zumal es ja auch wieder schon deutlich für Köln, also weil auch im ersten Inning schon wieder ein Riesenrückstand. Santiago Uß, letzte Woche gegen Dortmund noch richtig gut. Auch diesmal leider wieder, das ist eine starke Wellenbewegung beim Uß. Er hat 4 ausgeschafft, 3 Hits, 3 Runs abgegeben. Da waren es dann schon derer 7. Luke Armstrong, unser Brite, auch da 38 Pitches hat er gemacht und er hat nicht ein einziges hinbekommen. 38 Pitches für 0 aus. 3 Hits abgegeben, 1 Walk, 1 Run. Und dann musste auch er raus. Dann kommen aber auch hier, und das muss man ja positiv sagen, dann kommen ja auch die Highlights. Wir haben mit Eric Ortiz, den Youngster, auf den Hügel gestellt. 2 Innings, 1 Run,
Aber auch nur ein Hit. Also das war doch dann schon wieder überzeugender. Und dann kam Cedric Cliquet, auch ein ganz junger, auch mutig auf den Hügel gestellt. Und auch er hat Bundesliga-Luft geschnuppert. Ein scoreless Inning hat er abgeliefert. Hat in dem Inning zwar einen Hit abgegeben, aber keine Runs und hat damit die Birds im Spiel gehalten. Valentino Fonteviva aus dem ersten Spiel kam dann nochmal, weil quasi der Bullpen war schon erodiert, weil ja die ersten beiden, die eigentlich lange im Spiel hätten sein sollen, ja schon nach gefühlten Minuten wieder ausgewechselt werden mussten. Aber Valentino Fonteviva hat sich nochmal sozusagen die Schuhe geschnürt, zwei Drittel Innings nochmal aus dem Arm rausgepumpt. Ja, und dann kam nochmal, als die Birds quasi kurz davor waren, nochmal rauszukommen und hier vielleicht für das große Wunder zu sorgen, kam Nico Canapin nochmal auf den Hügel und hatte nicht den Tag, den er auch letzte Woche noch hatte, als er zwei starke Innings warf. Das war jetzt am Ende, war irgendwo auch die Luft raus, nachdem man den großen Moment im achten Inning nicht hat nutzen können, kam Köln im neunten und hat dann mit den vier Runs, die sie da machten, die Sache für sie quasi über die Ziellinie gerettet. Pitching, Pitching, Pitching. Man darf nicht, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen, mit Fabi Glatzer, der krankheitsbedingt uns fehlte, und das ist natürlich ein riesen Aderlass, den wir da hatten, und mit Elias Spielmann, der auch gerne und gut Innings werfen kann, und Hannes Kirsch, fehlten uns drei etatmäßige Pitcher an dieser Stelle. Wünschen wir allen, die nicht da waren, natürlich erstmal gute Besserung und hoffen auf baldige Rückkehr in die Mannschaft. Denn wir sehen, im Pitching-Bereich ist es ein bisschen dünn. Wenn nicht alle so performen, wie sie performen können. Absolut Man of the Match war, oder Man of the, also Man of the Spieltag. Also, Spieler des Tages, kann man ja auch auf Deutsch sagen, warum nicht, war natürlich Jordan Bradley. Also, nochmal 5 von 6 in Spiel 2. In Spiel 1 2 von 4, das macht 7 von 10. 7 von 10, er schlägt also am Samstag 700. Haut zwei über den Zaun und ist insgesamt verantwortlich für 8 RBIs. Das sind für andere Zahlen, die schaffen sie in der ganzen Saison nicht. Und da kann man vor dem jungen Herrn hier nur den Hut ziehen. Mac, das war ein super Wochenende. Und wir hoffen natürlich, dass da das eine oder andere noch folgt. Auch Michael Asquith, der war ganz knapp da in der Wahl zum Flamingo der Woche. Ganz knapp hinter Jordan Bradley. Schön, dass wir die beiden offensiv starken Spieler da in guter Position in der Betting Order haben. Ja, kommen wir nochmal zurück zu dem Spiel gegen Köln. Ich denke, wir haben soweit jetzt alles gesagt, was zu sagen war. So sieht's aus. Köln Cardinals entführen also einen Sieg aus Berlin. Das ist natürlich immer, wenn man gegen die direkten Kandidaten, die da so ein bisschen in der unteren Hälfte, die so zwischen 5 und 7 so miteinander um die Platzierung kämpfen, alle natürlich mit dem Anspruch, auch nach oben nochmal zu gucken, was da vielleicht noch geht, wenn alles gut läuft. Da sind so eine Spiele natürlich besonders wichtig und die Kölner haben da völlig verdient Spiel 2 gewonnen. Wir haben die Gründe versucht zu erklären. Gut, an dieser Stelle kurzer Break. Was ich an der Stelle sagen möchte, ist, dass von unseren Upcoming Games, die wir hier auf dem Schirm haben, 2 inzwischen gespielt wurden. Die Junioren konnten am Wochenende gegen die Roadrunners bestehen, haben 10-2 hier bei uns im heimischen Flamingo Park gewonnen. Sehr erfolgreich auch unsere zweite Schülermannschaft, die bei den SCC Challengers mit einem Shutout zurückkam, 12-0. Das also die beiden Ergebnisse, die einzigen Mannschaften aus dem Club neben der Bundesligamannschaft, die am letzten Wochenende am Sonntag noch unterwegs waren.
Wie sieht es an diesem Wochenende aus? Auch ein überschaubares Angebot für die, die nicht genug Baseball bekommen können. Da sind unterwegs wieder mal unsere Junioren. Was heißt unterwegs? Es ist bei uns hier im Flamingo Park. Wir haben um 12 haben wir am 1. Mai die Flamingos und die Roadrunners im Jugendbaseball. Und wir haben die Flamingos 2, das ist die Schülermannschaft, dann im Anschluss gegen die Wizards. Also, wir sagen die Jugend um 12, da müssen wir nachher nochmal gucken. Nee, das steht ja da. Die Jugend spielt gegen die Roadrunners und die zweite Schülermannschaft spielt gegen die Wizards. Beides am Sonntag, beides bei uns im Flamingo Park. Also eine gute Gelegenheit, sich da auch mal unsere Jungs anzusehen und sie dabei zu unterstützen, jeweils die ersten Heimspiele der Saison zu gestalten. Das kann eine schöne Veranstaltung werden. Also, raus dann in Richtung Flamingo Park. So, eins haben wir da noch. Und zwar, auch das geht wieder los. Wir haben die Rewe-Aktion. Wir sammeln Vereinsscheine oder Scheine für Vereine, wie sie das ja auch immer nennen. Das heißt, wann immer ihr, sie die Möglichkeit haben, uns zu unterstützen, indem sie ihren Einkauf machen. Also es ist nichts, was man nicht sonst auch machen würde. Man muss halt einfach nur einkaufen gehen. Und wenn man das zufällig sowieso immer bei diesem Supermarkt, bei dieser Kette, bei Rewe macht, dann würde man da einen Schein bekommen, ab einem gewissen Verkaufswert, nämlich immer für 15 Euro Verkaufswert gibt es einen Schein. Und den kann man dann entweder bei uns einfach abgeben oder man kann ihn über eine App, aber das ist schon wieder technisch, aber theoretisch kann man das auch dann an uns sozusagen digital weitergeben. Dazu hier nochmal ein kurzer Überblick. Fit für Vereinsscheine? Gibt wieder ordentlich was zu holen. Aber auch dieses Jahr geht's nur gemeinsam. Sichert euch pro 15 Euro Einkaufswert einen Vereinsschein und ordnet ihn auf rewe.de/Scheine für Vereine einfach eurem Verein zu. Der kann sich dann attraktive Gratisprämien sichern. Mach mit! Gemeinsam für unseren Sportverein. Ja, also, wir würden uns sehr freuen, wenn der eine oder andere uns hier in diesen schweren Zeiten Corona unterstützen würde. Wie gesagt, kostet nichts, einkaufen muss man eh. Und an der Stelle dann einfach die Scheine sammeln. Und wir kriegen dann wirklich, da sind von Sportequipment über technische Geschichten, über Haushaltsgeräte, die man vielleicht fürs Catering benutzen kann. Da sind ganz tolle Sachen dabei. Letztes Mal haben wir, glaube ich, technische Sachen organisiert, mit denen unsere Scorer es jetzt ein wenig leichter haben. Also, wir würden uns freuen, wenn da der ein oder andere uns unterstützen wollte. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch abschließend zu werben. Nämlich, es geht ja am Freitag schon wieder weiter. Freitag ist also schon wieder Bundesliga-Action angesagt. Und zwar, Achtung, veränderte Anfangszeit. Es geht schon um 17.30 Uhr am Freitag los. Also, ein schöner Start ins Wochenende, Friday, late afternoon, early evening, Friday night sage ich nicht, weil wir müssen ja um 21.30 Uhr, wie bekannt, aufhören und das machen wir auch. Deswegen fangen wir ja auch ein bisschen früher an, um nach hinten ein bisschen dann auch Luft zu haben, damit uns das wie gegen Doren da nicht nochmal passiert. Das wollen wir ja nach Möglichkeit verhindern. Die
Paderborn Untouchables. Immer ein gern gesehener Gast. Überall werden also in die Hauptstadt reisen und sind also am Freitag um 17.30 Uhr und dann am Samstag um 13 Uhr gehen die beiden Spiele los. Wie immer, da hat sich dann auch nicht viel geändert. Pro Spiel mit 5 Euro der Eintritt für den regulären Baseball-Fan. 3,50 für die, die in die Gruppe der ermäßigten Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Wie immer, alle Kids bis 11 und alle unsere Vereinsmitglieder haben freien Eintritt in den Flamingo Park. Also am Freitag sehen wir uns hoffentlich im Flamingo Park gegen die Paderborn Untouchables. Das wird nicht einfach, da braucht unsere Jungs jede Unterstützung. Und wir hoffen da auf lautstarkes Unterstützen und Anfeuern unserer Flamingos. Die aktuell mit 4 Siegen und 3 Niederlagen offiziell ja noch, weil das Spiel gegen Dore noch aussteht. Das Ende des Spiels, wo wir allerdings mit 4 Runs im unteren Hälfte des 9. zurückliegen. Also, offiziell 4-3 oder 4-3 sagen wir ja damit, sehr, sehr guter Start in die Saison. Jetzt kommen natürlich noch mal ein paar richtig dicke Brocken im Spielplan. Paderborn absolut immer vorne mitspielend und dann Bonn natürlich der Divisionsfavorit. Also, da müssen wir mal gucken, da müssen wir uns strecken und deswegen, wir freuen uns alle zu sehen. An dieser Stelle noch mal ein Dankeschön an alle Förderer und Sponsoren der Berlin Flamingos. Zuvörderst da natürlich Gesobau. Hier wohnt Berlin und Star FM 87.9 Maximum Rock. Aber auch Run 24, die uns unterstützen, oder der Zulassungsdienst Nord. Das sind treue Partner und an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. In diesem Sinne, wir sehen uns auf alle Fälle. Flamingo TV überträgt beide Spiele live am Wochenende. Aber nur live ist live. Deswegen hoffentlich dann bis in den Park. In diesem Sinne, allen auch einen schönen Abend, gute Nacht und let's go Birds! Thank you.